So, hallo und grüß Gott, ihr lieben Backfreunde. Ich möchte Ihnen heute mal zeigen, wie wir unser Törtchen mit Schokolade überziehen, ja? Wir haben hier in diesem Tassenkuchenförmchen haben wir einen kleinen Kuchen gebacken, ja? Und mit Himbeersahne gefüllt. Und wir haben jetzt dieses Törtchen hier draufgesetzt mit unserer langen Palette, die ist sehr, sehr wichtig. Ich zeige es Ihnen aber nachher auch noch, wie wir es rübersetzen dann. Und die ist sehr, sehr wichtig, ja. Und natürlich unser Schokoladenbrunnen ist sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt hier Schokobella mit unseren Schokoladentalern, Vollmilch, einfach erwärmt, ja, warm gemacht. Und jetzt überziehen wir das Ganze. Unser Schokoladenbrunnen ist hier natürlich sehr, sehr wichtig. Wir gießen jetzt das Ganze drauf, was für Sie wichtig ist, dass Sie den Kuchen gut durchgekühlt haben, dass das auch gut funktioniert. Und jetzt gehen wir einfach her und lassen das Ganze laufen auf unserem Rost, weil es von unten her sehr, sehr schön dann abläuft. Und ich finde es einfach genial, dass ich hier das jetzt so toll einfach überziehen kann, ja. Es läuft von unten sehr schön ab und ich nehme jetzt einfach einen Pinsel, wo es nicht ganz rumgeht und gehe mit dem Pinsel nochmal drüber und fertig, aber nur unten, gell. Ich nehme jetzt hier meinen Pinsel und gehe einfach tupf ganz leicht drüber und durch das, dass es gut gekühlt ist, geht es einfach super an manchen Ecken, wo wir jetzt nicht runtergekommen sind, ja. So, wo wir zu wenig Schokolade gehabt haben und schon fertig ist unser Törtchen überzogen. Wenn wir das Ganze auf den Rost stellen und dann den Schokoladenguss drüber laufen lassen, läuft es natürlich unten sehr schön ab. Und Sie dürfen es aber nicht ganz kalt werden lassen, sondern weil sonst klebt es da unten hier und dann ist es schlecht. Und dann nehme ich jetzt meine lange Palette und gehe einfach so drunter, nehme meine Hand und hebe jetzt das Törtchen hier so rüber. Ganz vorsichtig. So, fertig. So, unser Törtchen, was wir mit Schokolade überzogen haben. Ich habe ja gerade gesagt, das ist Schokobella und unsere Schokoladentaler, zartbitter, miteinander mischen, ja. Und dann das Ganze drüber geben, so wie Sie es gesehen haben. Und wir haben es jetzt ausdekoriert. Natürlich, was sehr wichtig ist, ist unser Mini-Spritzbeutel. Er ist einfach ein Traum zum Spritzen für feine Filigran-Sachen, ja. Und natürlich nicht wegzudenken ist unser Schokoladenbrunnen, wo wir das Ganze einfach temperaturgerecht erwärmen, ja. Und es ist ein Traum, damit zu arbeiten, ja. Und wenn Sie halt das richtige Handwerkszeug haben, dann tun Sie sich unheimlich leicht im Arbeiten. Das ist einfach so und ist eine ganz tolle Sache. Und wir haben jetzt hier unsere Schokoladentaler in Weiß einfach rumgegeben, haben dann unseren Schokoladenbrunnen das Ganze erwärmt und dann mit dem Minispritzbeutel das Ganze ausdekoriert, ausgarniert und verziert. Und natürlich unsere Schokoladenperlen, die dürfen auch nicht fehlen, ist ja Schokolade. Und außenrum Gold, die sind super, schauen auch sehr schön auf jeder Torte aus. Wir haben jetzt hier unser Minispritzbeutel abschneiden, ganz minimal nur Abschneider. Und dann ausprobieren, also ganz wenig Abschneider. Hier nach oben, die Kante muss immer nach oben, einfach einfüllen, links und rechts falten und dann einfach fest nach unten gehen und dann können Sie wunderbar Schriftenspritzer, alles was Sie möchten, gell? Ja, das wäre jetzt unser kleines Törtchen mit unserem Kaschenkuchenförmchen. Wir backen auch Brot drin und schaut immer nett aus. Unsere kleinen Törtchen sind auch mal auf dem Kuchenbuffet unheimlich nett, gell? Also ich wünsche jetzt Ihnen viel Spaß beim Nachbacken. Für Zeit Gott.